On Christmas Eve, your dreams are sweet. At midnight, all your fears you'll meet. When the clock strikes 12, it's time to hide. From darkness emerge those who die. The ancient evil is again made flesh. They'll turn your living world to ash. What do you see? Is it a dream? Wake up. Try not to scream. Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen weihnachtlichen Wimmelbildspiel. Wir spielen Christmas Eve Mitternachtsruf. Ich habe mich mal spontan dafür entschieden gehabt, um die Weihnachtszeit weiter einzuläuten. Und ich hätte die Wahl gehabt halt zwischen diesen Christmas Stories spielen, Nussknacker und Gestiefelter Kater und so, was ich das letzte Jahr zur Weihnachtszeit gespielt habe. Oder ich dachte, nimmst du doch vielleicht auch mal was es noch gar nicht gegeben hat, nämlich Christmas Eve Mitternachtsruf. Das wurde irgendwie noch nicht so oft Let's Played und eigentlich fand ich das Spiel beim Antesten fast ein bisschen zu actionreich und weiß nicht, das war nicht so diese langsam weihnachtlich stimmungsvolle Einführung, sondern eher so ein bisschen bam, bam, bam. Aber ich glaube, das lockert sich dann langsam über das Spiel, als ich dann reingeschaut habe und dann findet man sich auch so langsam rein und ja, das wird auch so am Anfang sein, dass ich da wahrscheinlich gar nicht mal so viel sagen kann. Aber ich glaube, später werden wir dann umso mehr rätseln können zusammen. Ich freue mich auf das Spiel. Es ist eine interessante Story, glaube ich. Es ist auch ein bisschen verknüpft mit, ich will es nicht düster sagen, aber es ist jetzt nicht so dieses ganz friedvolle Christmas-Spiel, glaube ich. Und mal gucken, was da auf uns zukommt. Man sieht hier zwei Mädels, weiß nicht, ob es um die beiden geht, so viel weiß ich über die Geschichte nicht, aber es ist sehr fantasievoll auch gehalten, also mit einer Zauberin und so. Das Spiel kommt, glaube ich, aus dem Jahr 2014 und ich habe es natürlich wieder bei Big Fish Games gekauft. Kann immer über die Wimmelbildspiele leider nicht so viel Hintergrundinfos finden und dazu sagen, aber ich würde sagen, wir freuen uns einfach mal auf das Spiel und wie gesagt, läuten weiter die Weihnachtszeit ein. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Spiel und ja, mal gucken, was da auf uns zukommt. Ich werde jetzt mal hier ein neues Profil machen. Das werde ich mal löschen, das habe ich angespielt. So, und dann gebe ich meinen neuen Namen ein mit einer klimpernden Teetasse nebenbei. Alexis, so. So, und dann viel Spaß. So, das lassen wir alles auf... Ich würde sagen, wir spielen auf normal. Wir spielen auf normal, wir brauchen keine Anleitung. Glitzernde Funken auf aktiven Bereichen, nee. Wir mal gucken, wie weit wir ohne das alles kommen. Man kann es ja meistens immer selber wieder ändern. Du kannst deinen Spielmodus, genau, kann man wieder ändern. Hallo, Dream. Hey, what's this? Cool. The same dream has been haunting me for many years. Okay, dann willkommen im Spiel. Wir sind aufgewacht. Es ist eine Frau, ich nehme mal an, die Schwester, die jetzt vielleicht erwachsen ist oder älter geworden ist und ihre andere Schwester im Eis verloren hat, was ziemlich heftig ist, dass das Kind eingebrochen ist. Wir gehen mal natürlich direkt ans Telefon. Yo, lady, Merry Christmas! We can't seem to reach you. You sleeping? You're gonna miss the best part. Come on over. It'll be fun. Yay, okay. If you only knew how this dream tortures me. I'm just not in the mood. Ja, wer kennt das nicht? Hello, my daughter. Don't forget, tomorrow morning we're going back to visit your sister's memorial site. Please pick up some flowers. Love you. Mom, how could I ever forget that day? Okay, und jetzt bummert da auf einmal jemand voll an die Tür. Gehen wir mal ran. What's this?
My friends must be pulling a prank on me. Oh, okay. Mein Tippsymbol ist so ein Eisstern hier unten. Ein Geschenk. Was ist drinne? I know all about your dream. But what you remember is only part of the story. If you want to know more, come to this place now. Sehr mysteriös. If there's another version of the truth, I have to know. Und da ist das Medaillon, was man kennt aus einer Anfangsszene, was gedrückt wurde. It can't be. This is the same medallion I see in my dream. Genau. Genau das wollte ich damit sagen. So, jetzt haben wir hier den Tisch, die Puppe, Blumen haben wir gefunden. Eine Puppe. Eine der Zwillingspuppen, die Mutter uns schenkte. Audrey hat ihre Puppe geliebt. Ist mit der Puppe hier irgendwas noch? Tragödie am Heiligabend. Am Heiligabend brach ein junges Mädchen beim Schlittschuhlaufen mit ihrer Schwester ins Eis ein. Ihre Schwester behauptet, sie hätte jemanden oder etwas gesehen, das das Mädchen herabzog. Taucher konnten das Mädchen nicht finden. Die Familie glaubt jedoch, dass es weiterhin am Leben ist. Wir sehen sie jede Nacht in unseren Träumen, sagt die Mutter des Mädchens. Es ist weiterhin völlig unklar, was geschehen ist und was aus dem Mädchen wurde. Ja, weiß ich nicht. Der würde ja auch keiner glauben. Diesen alten Zeitungsausschnitt habe ich schon immer aufbewahrt. Ja, ich meine, hallo? Autoschlüssel gefunden. Da hat sie was runtergezogen. Ich meine, jeder würde denken, das Mädchen ist da eingebrochen und so. Warte, das ist das Foto noch. Ich vermisse dich so, meine Liebe. Okay, das ist die Zwillingsschwester. Es ist fast Mitternacht. Ansonsten ist hier anscheinend nichts mehr. Dann können wir ja, glaube ich, rausgehen, oder? Das ist, ja, die Puppe, das irritiert mich so ein bisschen. Vielleicht lässt sich damit am Ende noch was machen, wer weiß. Wir gehen mal raus. Oh, hier steht unsere Karre vor der Tür. Am Heiligabend vermisse ich Audrey immer. Ich komme ohne die Schlüssel nicht ins Auto und es fliegt hier bei mir voll gerade ein Flugzeugding lang. So, dann wollen wir mal... Flugzeugding vor allem. Diese Düsenjet-Flugzeuge, so. Ja, ich würde sagen, Schlüssel reinstecken und los geht's. Voll das... Okay, es kann losgehen. It's so strange. I've been haunted by the same dream for a long time. It's from when my sister disappeared under the ice and I couldn't help her. And now this package with its medallion. I've got to go back there, find out the truth. This is where it happened. The place I dream about over and over. It's nearly midnight. No one's around. So, da sind wir also. Ich sag ja, es ist ein bisschen, wirkt ein bisschen actionreich am Anfang, aber ich glaube, das legt sich dann. Das ist seltsam, diese Vase ist normalerweise nie leer, dann gehören da wohl die Blumen rein. Was ist das? Das ist mir nie aufgefallen. Ein Symbol ist in den Stein eingeritzt. Ist das möglich? Das Medaillon, das ich erhalten habe, würde hier perfekt reinpassen. Tada! Where am I? How did I get here? Zack, ist sie auch schon irgendwie woanders. So, wer ist er? It's my pleasure to welcome you to the kingdom of Snow Hill, where truth is valued above all else. The queen is waiting for you. Follow me. Also, wir sind jetzt nicht mehr in Silent Hill, wir sind jetzt in Snow Hill und sollen dem Prinzentypen folgen. So, was haben wir hier in der Kiste? Da haben wir auch noch kleine Puppe. Da sind die Anweisungen, naja, zumindest die Hälfte davon. Das heißt, wir müssen noch die andere Hälfte finden. Okay. Was ist hier? Okay. Was stand da? Das ist eine schaurige Schneekugel, aber vielleicht birgt sie einen Hinweis. Ja. Was haben wir hier? Aha. Okay, auch noch irgendwas. So, dann gehen wir da mal hin. Hallo? Oh. You must be very brave, as only the courageous can accept the truth. Your sister is still alive. Save our kingdom, and you'll get your sister back. Aber warum musste sie erst jetzt halb erwachsen werden, um jetzt erst zu erfahren, dass da ihre Schwester ist? Also ist ja auch echt doof.
Ja. Hier geht's mächtig zur Sache in dem Wimmelbildspiel. How do you like feeling helpless, my queen? Now that I've got your powers, nothing can stop me from going through the portal. As for you, Leonardo, you'll get what you deserve. Und weg ist die böse Königin. Whoa, she turned everyone to ice. It's a good thing she didn't see me over here. Okay. Na dann. Haben wir ja Glück und müssen alle befreien. I can't move. They're so powerful, but I see they've had no effect on you. Once they seize the Queen's powers, they'll be much more dangerous. Please, help me get free from their spell. There's a defrosting potion in the alchemist house, but you'll have to find a way in first. Auftautrank ist unsere nächste Aufgabe. Hier haben wir den Baum. Was haben wir denn hier? Selbst die Spielzeuge müssen im Königreich von Snow Hill an die Arbeit, zumindest wenn sie ihre Werkzeuge hätten. So, da haben wir das Pferd. Wissen wir schon, wo es hingehört. Ich wette, diese Kerle sind echt talentiert, wenn es ums Hämmern und Verbiegen geht. Aha. Puppenkopf. Irgendein Rätsel, aber unsere Teile fehlen. Okay, dann gehen wir mal hier weg. Was ist hier noch an der Tür? Puppenarm. Und da haben wir eine Aussparung für ein Herz und einen Kopf. Haben wir aber beides noch nicht. Hier ist noch was. Ein Pinsel. Und die Anweisung. Und was kann man hier noch machen? Was kann mir der freundliche Schneemann bieten, diesen komischen Lebkuchenmann-Ding? So, dann packen wir hier mal das Pferd rein. Das Pferd meine ich. Ja. Und kriegt dafür die Voodoo-Puppe. Okay. Da kann die andere Hälfte hin. Jetzt weiß ich, wie ich die Puppen positionieren muss, um die Truhe zu öffnen. Okay, aber die Puppen kann ich hier noch nicht wahrscheinlich zusammenbauen. Was ist hier noch? Ah, Hammer. Und verschlossen. Kannst du das irgendwie... Nee, kannst du nicht. Hab ich da was? Nee. Kann ich nichts machen? Kann ich hier was einsetzen? Nee. Wo kann ich denn mal was machen? Kann ich hier vielleicht was... Genau, er kriegt seinen Hammer. Passiert aber nichts. Die müssen jetzt was zu tun kriegen vielleicht. Die Voodoo-Puppe. Das Teil kann da bestimmt auch noch nicht rein. Das auch nicht. Dann müsste ich hier was zu tun kriegen. Oder noch weiter zurück? Nee, kann ich nicht. Das Schloss benötigt den passenden Schlüssel. Das stimmt wohl. Vielleicht kann ich irgendwas anpinseln. Oder kann ich hier was machen? Auch mal einen Tipp. Doch, ich soll tatsächlich hier. Ach, so, was denn? Was? Kann ich hier noch was nehmen? Oder was? Ach so, klar, die Voodoo-Puppe kann da ja rein. Stimmt. Okay, jetzt habe ich einen roten Edelstein. Den könnte man nehmen für die Männchen. Denn die können das ja bearbeiten. Genau, und dann kriege ich ein Herz. Und das kann ich hier reinsetzen. Aber dann fehlt mir trotzdem noch der Kopf. Etwas fehlt. Wo ist denn der Kopf? Warum wird mir das hier immer angezeigt? Weil ich hier noch was vergessen habe. Die Tarotkarte. Und lass mich raten, damit kann man das Fenster aufmachen. Ja. Gut. Ah, okay. Ah, okay. Das passt zu der Tür. Und hier können wir dann die Puppe bauen. Zack, zack. Und dann bemale die Puppe gemäß der Anleitung. Ja, dann machen wir das mal. Was soll denn hier rot sein? Monsteraugen. Und, nee, die Schleife nicht. Okay, dann dieses soll pink sein. Ist das richtig so? Und die Schleife... Das nicht pink, wenn das nicht rot ist, dann kann es auch nur pink sein. Naja, komm. Machen wir mal den Rest.
Nein, du sollst damit weitermachen. Genau. Ja, dann machen wir die eben auch rot. Ist sie fertig? Nein. Jetzt aber. Gut. Angepinselt, hingestellt. Und jetzt drehen wir die gegeneinander. Kriegen den Schädel. Und nehmen noch das Kalenderstück. Und warte. Nee, genau. Dann können wir das hier auch noch gleich machen. So. Wunderbar. Oh, hier sitzt ein kleiner Junge. Hi. Did you bring the package from my mom? No? I've been waiting for it forever. Oh nein. Was für ein Päckchen. Vielleicht kann ich ihn aufhalten, indem ich sein Päckchen finde. Ja, vielleicht. Ich mag ja immer diese alten Wimmelbildspiele. Was heißt alt? So alt ist es ja noch gar nicht. Wo dann diese Musik immer kommt. Aber irgendwie haben wir jetzt hier drin auch noch gar nichts Neues gefunden, ne? Wir müssen ihm echt sein Päckchen erstmal geben. Na gut, aber die Tür ist ja offen. Das ist ja schon mal gut. So, jetzt können wir hier rein. Ins Alchemistenlabor. So, was finden wir denn hier Schönes? Snow Hill Kurier, Samstag, 19. Dezember 2014. Schwierige Zeiten in unserem Königreich. Das Böse hat unser Königreich überrollt. Seltsame Wesen versetzen die Bürger in Angst und Schrecken und man berichtet uns von vielen Verschwundenen. Die Königin bittet darum, Ruhe zu bewahren und die Häuser nur in dringenden Fällen zu verlassen. Wer sagt, dass Journalismus tot ist? Weiß ich nicht. Die Erde hier sieht sehr trocken und locker aus. Wir haben Kleber bekommen und da sind Augen im Glas. Okay. Das ist ja ganz entzückend hier. Ja? Was ist denn hier? Erst muss ich das Rezept rausfinden. Ich muss einen Weg finden, um das Buch zu öffnen. Erst muss ich das Rezept rausfinden. Also kann ich jetzt hier nichts machen? Nichts nehmen? Echt nicht? Hier, guck mal, das hier auch nicht. Nö, aber sieht cool aus. Mach ich mal einen Screenshot nebenbei. Was haben wir noch? Ja, das da und... Hier gibt es bestimmt noch irgendwas. Oder? Na gut. Dann packen wir mal das Teil rein. Ich brauche aber noch ein anderes Teil. Das reicht doch nicht. Das ist bestimmt irgendwo. Ich weiß noch nicht wo. Da oben. Was soll ich denn hier machen? An der Stelle, wo sich das Etikett gelöst hat, ist eine Spur von Kleber verblieben. Aha. Bring die Etiketten wieder an den richtigen Stellen an. Okay. Warte mal, wo ist das Mondstück? Dann gehört das da rein. Hier haben wir irgendwie so ein Dreieck. Wo ist ein Dreieck? Nee, da unten ist das Dreieck. Hier haben wir das und das gehört dann dahin. Ah, okay, das ist jetzt fertig. Hier ist ein Dreizackteil. Hier irgendwas mit Kreisen. Da gehört das hin. Das ist da. Das da. Nee, das nicht. Das gehört hier hin. Okay. Ich glaube, ich hab's gleich. Das haben wir da unten noch. Und da ist der Mond. Haben wir alle? Wunderbar. Wachstumstrank. Das gehört bestimmt in die Erde. Aber da fehlt Flüssigkeit oder... Nee, es reicht. Okay. Ah. Oh, voll die Zauberei. Buchschlüssel. Ja, das hatten wir ja schon. Okay. Das kann ich jetzt in das Buch packen, den Schlüssel. Kriegen wir einen Vogelhausschlüssel. Und... Entwirre das Bild, um zwei benachbarte Puzzleteile zu tauschen. Wähle den Bereich, in dem sich die Teile berühren. Teile, die getauscht werden können, werden grün markiert. Ja. Was soll ich jetzt entwirren? Das kriegen wir bestimmt hin. Könnte sich nur um Stunden handeln, aber kriegen wir hin. Sieht eher so nach unten aus. Guck mal, das sieht aus wie ein Kessel oder so. Ein Kessel. Und wie kann ich die jetzt... Ach so, ja klar. Ja, doch, guck mal, hier. Jetzt formt sich das doch. Wunderbar. Nee, das muss nochmal gedreht werden. Sicher?
Wie sollte man die nochmal tauschen? Ich will das Ding hier unten haben. So. Damit der Kessel da eigentlich weg ist. Und das hier gehört ja auch dann da nicht hin. Ah, das ist ja heavy. Hier ist auch so ein Stück vom Kessel. Warte mal, dann gehe ich mit dem mal da oben lieber lang. So, der wird jetzt gedreht. Ich muss das nämlich jetzt immer nach oben kriegen. So, das Kesselstück kommt jetzt gerade von der anderen Seite. Nein. So, zack. Dann ist nämlich hier, sieht man jetzt, dass das beides zusammengehört. Trotzdem echt ein bisschen... Uiuiui. Hier ist auch dieses blaue Drahtstück, was da lang geht. Ja, das gehört zusammen. Das habe ich jetzt geschafft. Das ist schön. So, ich bringe dich mal hier runter. In der Hoffnung, dass das richtig ist. Ja, warte mal. Nee, nee. Du bleibst mal bitte da. Jetzt komme ich durcheinander. Wunderbar. Also das stimmt hier, das Stück. Das passt hier perfekt auch hin mit dem Rand. Ich sehe auch gerade, dass ich mich schon wieder mal, und das passiert mir immer, dass ich mich hier gar nicht an dem Formac orientiere, aber bisher scheint es ja trotzdem richtig zu sein. Wo gehört aber das Grüne hin? So. Gehört das Grüne nach unten oder wo gehört das hin? Das hier stimmt ja auch. Ich glaube, ich muss das mal hier... Nee, nee, das ist schon richtig, aber... Ich drehe den Kram mal hier. Ich bringe den mal... Ah, der muss auf die Seite. Okay. So. So. Ha, jetzt habe ich den Kessel so gut wie fertig. Und das ist natürlich jetzt... Das gehört auch dahin. Aber der muss ich... Das muss da... Der sieht so komisch aus mit dem Blau hier oben. Das hier könnte auch... in die Ecke gehören oder nach oben hin. Da bin ich jetzt auch verwirrt. Ich muss das hier, muss ich ja eh nach oben bringen. Dann kümmere ich mich mal erstmal darum hier. Bevor ich hier lang quatsche, einfach mal machen. So. Gehörst nämlich in die Ecke. Aber wie rum? So rum? So? Nee, so passt es nicht. Könnte auch nach unten gehören. Gehört auch nach unten, okay. Aha, aha. Und das gehört jetzt dahin. Das gehört dahin. Okay, und das gehört so hin. Das heißt, das hier haben wir eigentlich schon soweit fertig. Die Ecke sieht halt so komisch aus hier oben. Und da ist noch so ein Zipfel von dem grünen Rohr. Das kann sein, dass das dahin gehört. Und ich sehe gerade, dass die drei zusammengehören. Aber genau in die andere Ecke. Leute, Leute. Macht mich ja ganz wahnsinnig hier. So, da gehörst du hin. Aber der Grüne ist jetzt da falsch und das Rote gehört natürlich nach unten. Oh Mann, ey. Ja, ich sehe immer mal, dass ein Stück passt, aber ich muss sie halt einfach nach unten irgendwie kriegen. Dabei war der doofe Kessel ja jetzt schon fertig, ne? Aha. Wo gehört denn das hin? Du gehörst doch da. Nee. Doch, gehört das hier hin? Da ist doch so ein Stück grünes Rohr. So gehört das. Ah, okay, dann gehört das so. So und so, das ist jetzt richtig. Das heißt, nur noch das Stück hier unten muss gebaut werden. Und das sieht so komisch aus. So ist es richtig. Ah, Gott sei Dank, geschafft. Es war nur eine Frage der Zeit, bis diese bittere Frau versuchen würde, die Kontrolle zu übernehmen, aber sie weiß nicht, dass ich an einem geheimen Gegenmittel für ihre Frostverzauberung arbeite. Die Armee des Bösen, die sie anführt, könnte mir jederzeit auf die Schliche kommen. Daher hinterlasse ich die Anweisung hier in meinem Zauberbuch. Sehr schön. Und das erste Mal ein Wimmelbild. Sehr, sehr selten, dass man auch so ein Wimmelbildspiel spielt, wo nicht gleich... Ah, ich krieg einen Pinsel oder was? Nee, was ist das? Weiß ich nicht. Kann jetzt hier Sachen machen? Ahornblatt. Ah, okay. Jetzt darf ich die Sachen. Fledermausflügel, die Bären sollen da rein. Also, was ich sagen wollte, wie gesagt, dass man
so spät erst überhaupt wimmelt. Meistens hat man ja ganz viel hintereinander. So, packe ich einfach mal da. Ich muss den Pilz pulverisieren, das kann ich ja damit machen. Wunderbar. Habe ich alles? Drachenauge und Nashorn. Hier, hast du ein Drachenauge? Wo ist jetzt hier ein Nashorn? Nicht ein ganzes Nashorn, sondern wirklich nur das Horn vom Nashorn. So, nun habe ich den Trank gebraut. Okay. Yay. War's das? Ja. Oh, jetzt muss ich niesen. So, nimm mal. Schluck mal. Brilliant work. Thank you. Listen, on Christmas Eve, the portal between our worlds will open. Okay. We can't let these evil beings get through the portal, or your sister, not to mention all the rest of us, will die. I'll take care of our people, but you mustn't let them go through the portal. Okay. Ja, wir können da jetzt lang gehen. Das Rätsel haben wir aber immer noch nicht gemacht. Vogelhausschlüssel. Und er hat auch sein Päckchen noch nicht, der Junge da hinten. Naja. So. Was haben wir denn hier? Oh. Don't stand in my way, stranger. The prophecy must be fulfilled. I won't let you ruin my plans. Here, take this. What's this? My magic has no effect on you? How is this possible? Ha ha. That chick's got some serious minions. I better stay back. Ach wieso? Sie schlägt sich doch ganz gut hier, dass die Kraft gar nicht bei ihr wirkt. Hm, gibt es hier wilde Tiere? Da ist ein Vogelhaus und da gehört der Schlüssel rein. Vielleicht verbindet sie mit ihnen. Ich sollte besser einen Weg. Ja, hier. Tada! Oh, ein magischer Schal. Oh, voll das Erinnerungsstück. Nimm die Lupe und finde die Unterschiede. Das ist ja cool gemacht, so als Erinnerung. Und sie hat einen Hinweis auf das Leben ihrer Schwester noch gefunden. So, ich soll jetzt hier... Ich erinnere mich daran, dass ich diese Faden an Audreys Schal immer wieder löste. Mutter gab uns beiden jeweils einen davon. Achso, dann soll ich den Unterschied hier immer, ne? Aber, ja, kann ich doch hier einfach auch lang gehen. Oder muss ich jetzt hier allgemein nochmal? Oder nur am Schal? War das alles? Verwende die Lupe, um den vorigen Besitzer dieses Gegenstands zu identifizieren. Ja, aber doch nur anhand des Schals. Sie gab uns beiden. Ja, dann ist hier das andere. Schön. Hm. Das ist ja auch nicht ihre, also das ist ja ihre Schwester hier, die gezeigt wird. Da. Eines Tages blieb Audrey mit ihrem Schal in einem Zweig hängen und jetzt ist hier ein Loch. Okay, das war's. Dieser Schal sieht ganz nach meiner Schwester aus. Kalenderteil. Jetzt können wir das Rätsel machen. Was mit ihm? Von einem Eismonster zerstampft zu werden, ist nicht meine Idee von Weihnachtsspaß. So. Irgendwas ist ja mit denen hier auch. Scheinbar stiehlt hier jemand königliche Kopfbedeckungen. Ich frage mich, was sie in ihren Händen verbirgt. Tja, ich weiß nicht, ich finde die irgendwie gruselig. Die, Leute. Setze den Kalender wieder zusammen, verwende die Knöpfe in der Mitte, um die äußere Scheibe zu drehen. Verwende die Knöpfe auf den Drachen, um benachbarte Puzzleteile auszutauschen. So. Und jetzt dürfen wir das halt irgendwie hier zusammenbringen. Okay. Warte mal. Das, ne? So. Klacken wir die mal hier auseinander. Wir nehmen die mal weg. Und die Schlange ist dann schon mal richtig, ne? Aber soll nicht sein, oder was? Das Pferd stimmt, die Schlange stimmt, das hier stimmt, das auch. Wie mache ich das jetzt immer? Nee, das hier stimmt auch nicht, merke ich gerade. So, die nehme ich mal weg, weil die stimmen ja nicht.
Wieso? Hallo, du sollst sie nehmen und dann soll sich das drehen, oder? Hä? Der andere soll sich eigentlich drehen. Ach, ich muss den passenden dann... Naja, warte mal, machen wir anders. Dachte, ich kann das drehen. Aber der stimmt doch. Das hier stimmt ja auch. Das ist ja das Verwirrende. Irgendwie verwirrt mich das Rätsel. Da müssen halt die zwei passenden müssten halt, ne? Doof irgendwie. Finde ich das doof. So, wenn ich den jetzt nehme, kann ja nicht hier... Ach, der tauscht die immer. Das checke ich ja jetzt erst. Der tauscht die. Okay. Das ist scheiße. Das ist schwierig. Darum kümmere ich mich im nächsten Part, weil das wird nichts mehr jetzt in dieser Zeit. Das ist ein bisschen kniffliger, weil man ja dann auch nochmal die benachbarten Dinger bedenken muss. Er tauscht sie zwar, aber Wisst ihr, was ich meine? Es ist so schwer zu erklären. Also es dreht sich nicht nur und er nimmt sie weg, dann tauscht er sie und dann muss man die Reihenfolge dann auch noch beachten. Wie soll ich das denn auswendig mir merken können? Also zum Beispiel haben wir jetzt hier einen passenden. Und jetzt müsste ich halt das Affenvieh bis hierhin getauscht kriegen. Wenn ich das richtig verstehe. Der Affe ist ja hier oben. Das ist ja eigentlich gar nicht schlecht. Der müsste halt nur noch mal weiter nach vorne rücken. Das heißt, der müsste hier getauscht werden. Genau, dann dreht man wieder, damit er wieder einen vorrückt. Damit er... noch einen vorrückt. Und dann, dass man am Ende... Man muss ja eigentlich nur sich am inneren Kreis dann orientieren. Dass man weiß, diese Tiere stimmen dann am Ende, damit sie auch im äußeren Bereich stimmen. Dann müsste man nur noch den äußeren Ring drehen und dann hat man's. Das sollte ja eigentlich gar nicht so schwer sein. Mache ich aber, wie gesagt, trotzdem im nächsten Part von Christmas Eve Mitternachtsruf. Ich hoffe, es gefällt euch. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.